Das Orgelporträt. Die Schulze Orgel in Meuselbach. Meuselbach ist ein Ortsteil der Gemeinde Meuselbach-Schwarzmühle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen. Der Ort liegt auf einer Hochfläche am Ostrand des Schwarzatals im Norden des Thüringer Schiefergebirges. Westlich liegt das Tal der Schwarza, südlich das der Weißen Schwarza und nordöstlich das des Mellenbachs. Im Osten schließt sich die 786 Meter hohe Meuselbacher Kuppe an. Meuselbach wurde erstmals 1234 urkundlich genannt. Bis 1918 gehörte der Ort zur Oberherrschaft des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt. 1923 wurden Meuselbach und Schwarzmühle vereint. Aktuell wohnen im Ortsteil Meuselbach rund 1200 Einwohnerinnen und Einwohner. Wer heute durch Meuselbach geht, dem fallen vor allem die zahlreichen verschieferten Häuser auf. Ganz typisch für die Gegend, denn wir sind, wie gesagt, mitten im Thüringer Schiefergebirge. Astronomen ist der Ort vielleicht noch durch den sogenannten Meuselbacher Meteoriten bekannt, der 1897 ganz in der Nähe des Ortes niedergegangen ist. Er ist deshalb von Bedeutung, weil das erste Mal in Deutschland die Flugbahn eines Meteoriten genau beobachtet werden konnte und er bereits wenige Minuten nach dem Aufschlag geborgen wurde. Die Kirche wurde 1738 bis 1743 erbaut und 1760 geweiht. Es ist ein rechteckiger Saalbau mit Westturm und dreiseitigem Abschluss. Die 1741 errichtete Orgel dieser Kirche stammte aus der Werkstatt von Paul Nord aus Nahwinden im Ilmtal. Der prachtvolle barocke Orgelprospekt ist bis heute erhalten. In dieses Gehäuse baute der berühmte Johann Friedrich Schulze 1851 bis 1852 eine neue Orgel ein, die wir zu Beginn in einem Präludium H-Dur von Johann Ludwig Böhner hörten. Orgelwerke von Böhner begleiten uns auch weiterhin durch das Programm. 1787 in Töttelstedt bei Erfurt geboren, war Böhner Schüler von Johann Christian Kittel in Erfurt und erlangte als Musiker und Komponist in relativ jungen Jahren große Berühmtheit. Seine Biografie ist von Legenden durchzogen, die den Blick auf seine Werke in der Vergangenheit oftmals verstellt haben. Dabei gehören sie durchweg zu den interessantesten Orgelkompositionen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Thank you.
Johann Friedrich Schulze wurde 1793 in Milbitz, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, geboren. Er wurde in eine Orgelbauerfamilie hineingeboren, die vor ihm bereits in drei Generationen hauptsächlich im näheren Umkreis von Milbitz wirkte. Aber sein Vater Johann Andreas Schulze, geboren 1753, starb, als Johann Friedrich Schulze gerade einmal 13 Jahre alt war. Und so erlernte dieser sein Handwerk bei Johann Benjamin Witzmann in Stadt-Ilm, der seinerseits allerdings wiederum ein Schüler von Johann Andreas Schulze war. Nach dem Tod Witzmanns vollendete Johann Friedrich Schulze mit 22 Jahren seinen ersten eigenen Orgeln und machte sich im Folgenden in Milbitz selbstständig. Die Werkstatt wurde dann 1825 ins romantisch gelegene Paulinzella verlegt und erlangte von dort aus, man kann sagen, Weltgeltung. In einem Musiklexikon jener Zeit heißt es über die Schulze-Orgeln: Zudem seinen Werken eigenen, charaktervollen, frisch kräftigen Gesamtklang kam Schulze dadurch, dass er als der Erste die Errungenschaften der Töpferschen Orgelbautheorie praktisch verwertete und dadurch vor allem eine Windgebung erzielte, bei der er den vollen Wind aus den Bälgen lassen und jede Stimme so intonieren konnte, dass sie den in ihr liegenden Ton auch vollständig hergibt. Für den romantischen Orgelbau Deutschlands war Johann Friedrich Schulze einer der wichtigsten Begründer und Wegbereiter. Zahlreiche Erfindungen und Neuerungen stammen von ihm. Die Zusammenarbeit mit Johann Gottlob Töpfer schuf eine solide wissenschaftliche Grundlage und verlieh seinen Instrumenten besondere Qualität. In Meuselbach übernahm Schulze, was er sonst nur selten tat, den prachtvollen Barockprospekt von 1741 sowie insgesamt 6 Register aus der alten Orgel. Schulze stand zum Zeitpunkt der Erbauung der Meuselbacher Orgel auf der Höhe seines Ruhms. 1850 hatte er die große Orgel in der Lübecker Marienkirche mit 80 Registern vollendet. Parallel zur Orgel in Meuselbach arbeitete die Werkstatt Schulze an der großen Orgel für den Dom zu Bremen und an dem Instrument für Crystal Palace in London. Mit dieser Orgel begründete die Firma Schulze ihren Ruf auf der britischen Insel. Man bringt Schulze-Orgeln dort bis heute einen Respekt entgegen, wie bei uns etwa den Werken eines Aristide Cavalier-Coll. Denn in seinem Heimatland sind die Orgeln des Meisters von Paulinzella bis heute weitgehend vergessen. Die 23 Register in Meuselbach auf 2 Manualen und Pedal vereinen sich zu einer prachtvollen und betont gravitätischen Disposition. Mir ist jedenfalls keine weitere Orgel mit 23 oder weniger Registern bekannt, die einen Bordun 32 Fuß im Hauptwerk besitzt.
Die Schulze-Orgel in Meuselbach, 1852 vollendet, hat die Zeiten seither mit Ausnahme des Einbaus eines elektrischen Gebläses vollkommen unverändert überstanden. Da die Prospektpfeifen, wie bei Schulze üblich, nicht klingend sind und aus Zink bestehen, mussten diese im Ersten Weltkrieg nicht abgegeben werden. Die Orgel besitzt 23 Register auf 2 Manualen und Pedal. Die Manuale haben einen für jene Zeit eigentlich recht knappen Umfang von Groß C bis zum dreigestrichenen C. Das Hauptwerk besitzt 10 Stimmen. Prinzipal, Gambe, Gedackt und Hohlflöte 8 Fuß bilden das differenzierte Fundament, das von einem Bordun 16 Fuß und von dem bereits erwähnten Bordun 32 Fuß äußerst gravitätisch grundiert wird. Darüber erheben sich Oktave und Hohlflöte 4 Fuß sowie Quinte 3 Fuß und Oktave 2 Fuß. Die beiden letztgenannten Pfeifenreihen sind in Meuselbach in einem Registerzug zusammengefasst. Die Klangkrone bildet eine fünffache Mixtur. Das Oberwerk besitzt unter seinen 8 Registern ganz bemerkenswerte Farben. Lieblich gedackt 16 Fuß, Geigenprinzipal, lieblich gedackt, Flauto Traverso und Salizional 8 Fuß, Geigenprinzipal, gedackt und Flauto Traverso 4 Fuß. Die beiden Traversflöten sind in der für Schulze typischen Weise gebaut, nämlich rund gedrechselt und gebohrt. Diese aufwendige Herstellungsweise, in ähnlicher Form auch von Eberhard Friedrich Walker praktiziert, erfordert äußerste handwerkliche Präzision. Diese beiden Register sind auch beide überblasend, das heißt, sie erzeugen nicht den Grundton, sondern den ersten Oberton, also die Oktave darüber. Im Pedal, das bis zum eingestrichenen C ausgebaut ist, finden wir zunächst 3 Register aus der Orgel von 1744, nämlich Subbass und Violon 16 Fuß sowie den Oktavenbass 8 Fuß. Von Schulze stammen der Violonbass und der Flötenbass 8 Fuß. Zungenstimmen besitzt die Orgel keine. Das prachtvolle Instrument war schon vor der Wende längere Zeit nicht mehr spielbar. 2006 bis 2010 wurde die Orgel von der Firma Hoffmann und Schindler aus Ostheim vor der Rhön behutsam und fachgerecht restauriert und 2011 wieder eingeweiht. Und so erklingt seither in Meuselbach eines der größten und bedeutendsten erhaltenen Instrumente des großen Johann Friedrich Schulze in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit, ja eine der wichtigsten Instrumente der Hochromantik in Thüringen und darüber hinaus. Hören wir abschließend von Johann Ludwig Böhner, dem, wie es in einer zeitgenössischen Chronik heißt, verbummelten Genie aus Thüringen, die Fantasie in S-Moll, die um 1850, also etwa zur Zeit der Erbauung der Meuselbacher Orgel, im Druck erschien. Thank you.